Ferner Rakow. Am Ende 2:1. Ein Spiel mit zwei Gesichtern. Erste Hälfte Leverkusen, zweite Hälfte Essen. Hast du es auch so gesehen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, erste Halbzeit waren wir die ersten 30 Minuten echt gut drin und waren präsent. Ja, zweite Halbzeit sind wir dann ja, ein bisschen überrascht worden vom Gegner. Sind nicht mehr so gut in die Zweikämpfe gekommen und haben es dann aber uns nach 60 Minuten, sage ich mal, gefangen so ein bisschen und Essen kam ja ganz anders aus dem Kleiderheim, aber Leverkusen steht auch dafür bekannt diese Saison, dass es eine Kampfmannschaft ist und das hat heute auch wieder den Sieg über die Brücke gebracht. Ja, also klar gehört auch noch ein bisschen Glück dazu, aber ich finde, dass wir gut noch gekämpft haben. Mhm. Es ist ein Derby, ein Rhein-Derby. Lebt das bei den Mannschaft? Ja, auf jeden Fall. Klar, ich glaube, Köln und Leverkusen ist nochmal was anderes. Also auch ein Derby auf jeden Fall. Aber ja, Essen gegen Leverkusen, ja, ist auch ein Derby. Bayern macht eine ganz gute Saison. Leider vergangene Woche in Bremen hat es nicht geklappt. Damit ist, denke ich, ein dritten Platz weg. Aber den vierten Platz, der soll noch in euren Bereich sein. Ja, den wollen wir auf jeden Fall immer noch anstreben. Und ja, werden alles dafür tun. Mhm. Du hast selbst schon bei der U19 mal gespielt. Es ist auch eine Bundestrainerin, die gerne mit jungen Spielerinnen Mannschaften spielt. Denkst du dran? Man hat es immer mal im Hinterkopf, aber im Moment nicht so. Letzte Frage. Es gibt noch Spiele gegen Meppen, Bayern München und Sand. Alles ist dann noch möglich. Ja, klar, gegen Bayern wird es auf jeden Fall, also gegen jede Mannschaft wird es auf jeden Fall noch schwer. Und klar, wir werden alles geben, um das Bestmögliche rauszuholen. Mhm. Dann würde ich sagen, genieße diesen Sieg von heute und auf nach dem nächsten Spiel. Mach ich, danke. Danke.